ganz besonderes Zuckerl für euch. Und zwar dürfen wir ihm über die Schulter blicken beim Soundcheck und bei den Proben für jenes Konzert, das er im Februar im Wiener Orpheum gegeben hat. Und das ist in jedem Falle ein absolutes Erlebnis. Okay, meine Herren, bitte, also kurz. Passt, danke. Ja. Ich passt, bin okay. Daheim. Dankeschön. Ich habe Erhöhung gegeben, meine Herren. Hand hoch. Oh ja, gut. Lohnerhöhung. Passt? Na, ich muss so leid. Schau mal ein Loch in den Himmel. Wollt ihr das stehen bevor? Ja, die nächsten zwei. Und selber alle einer natürlich. Und selber alle einer. Ja. Nur noch einer. Ja. Gut. Gut. Danke. Und die Violine? Sehr gut. Danke. Wunderbar. Ja. Und den Chef. Dann spielen wir bitte weiter. Du bist blau, ja? Das heißt, wir steigen jetzt beim zweiten Low-Niveau da ein, ja? Zweiten Teil von der Bridge. Okay, das ist, da sind wir drauf. Hold back, dann gib uns den. Den brauchen wir. Jetzt wollen wir es haben. Ich sage ja, vorn stehen und sagen, was rein ist, ist das Leichteste. Das hat mich der Gemeindebau gelehrt. We are the ones who make melody, so let's start giving. Alles gut. Das mache ich jetzt schon ein paar Jahre. Das war der schnellste Soundcheck mit jemandem, den ich nicht kannte, in einem anderen Haus, den ich je erlebt habe. Du kannst das zu wetten, da hast du das Klinger. Großartig, danke. Ja.
a chocolate and a miracle or two, the Candyman, oh, the Candyman can. The Candyman can, 'cause he mixes it with love to make the world taste good. Die. Ja, ich spüre ein bisschen am Anfang das. Das heißt? Das genau. Da. Beim zweiten Durchgang das Thema dann. Bernie, kannst du mir bitte die Schuhe rot dran? Ja. Ich frage mich, was macht der Sänger immer in meinem Bett? Das tut mir leid. Das kann ich gar nicht auf Bernie schauen. Ja, also endlich sehe ich dich einmal, sonst bist du immer hinter mir gestanden. Nein, ich denke immer so, dass er sieht. Nein, du bist immer da gestanden. Also ja genau, jetzt hast du mich. 3 Jahre später in der Nacht. So schön ist wie dir. Dein Herrgut und dann. So schön ist wie dir. Ein schönes Mal und ein Fugal. Und so ein Liebling, was ist so noch? Ja, so schön ist es mit dir. So schön ist mit dir. Ja, so schön ist es mit dir. So schön ist mit dir. Ja, vor mir steht jetzt das erotischste Background-Gesangstrio der Geschichte.
aber sie spielen ja noch viel besser auf diversen Blechblasinstrumenten. Wie kommt's ihr drei bitte an den Michi Seider? Ich habe mit Michi schon seit ewigen Zeiten, wie er noch Steppshows gemacht hat, mit ihm gespielt, in der kleinen Band. Ja, und über die Jahre haben sie unsere Wege immer wieder gekreuzt und jetzt stehen wir da und spielen Swing und Rock. Bei mir war es so, dass ich irgendwann beim Richard substituiert habe und so habe ich ihn kennengelernt. Und dann bin ich nicht mehr weggekommen von da. Bei mir war es eigentlich genauso, über die Richard Österreicher Big Band habe ich Michi kennengelernt. Ja. Und seitdem spielen wir immer wieder miteinander. Wow, kann ich da nur sagen, ich kann es nicht, ich habe es irgendwann einmal probiert, aber nie geschafft. Du spielst das erste Mal mit Michi Seider. Ganz genau. Also, er hat mich angerufen, wir haben uns erst vor einem Jahr kennengelernt. Und er hat mich angerufen, ob ich da aushelfen will, weil der Gogo keine Zeit hat. Und es wird interessant. Ich habe leider keine Probe gehabt, also ich habe leider bei der Probe keine Zeit gehabt und vor einer Woche das Material bekommen. Und jetzt freue ich mich schon sehr auf den spontanen Gig. Wir haben noch nicht gespielt, aber ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Wir haben uns gestern einmal kurz getroffen, haben die Sachen durchbesprochen. Und ich glaube, das harmoniert sehr gut. Vor mir steht jetzt der Mann am Bass. Du spielst schon relativ lange mit Michael. Das ist richtig. Ich bin seit 19 Jahren, seit 2004, jetzt haben wir 2023, stimmt also, bin ich bei Michi in der Band. Also in verschiedenen Formationen, aber in allen seinen Programmen darf ich dabei sein. Was mich sehr freut natürlich. Man kann eigentlich sagen, wenn ich mit Michi auf der Bühne stehe, und auch nicht auf der Bühne stehe, es ist immer ein Riesenspaß. Wir haben eigentlich immer eine gute Zeit miteinander.